Hallo, willkommen zurück bei Atlantica Online. Heute machen wir eine weitere TGS-Mission. Und zwar machen wir heute die 10. Troja-TGS-Mission. Das ist Zorn der Göttin. Oder im Englischen Goddess Rage. Wir sind wieder in den Hissali-Kügeln. Hier Zorn der Göttin teleportieren direkt hin. Das ist ausnahmsweise keine Mission, die ihr für die Hauptquest braucht. Auch mal entspannend. Hier vom NPC Latos kriegt ihr die Mission. Zorn der Göttin, wie nur eine 3-Spieler-Mission. Kostet auch wieder 10 TGS-Punkte. Wir fangen direkt an. Ich nehme die altbewährten Söldner mit. Attila und Hexe. Ihr seht, die Karte ist relativ interessant. Es ist eine Mission, wo ihr die Basis verteidigen müsst. Auch hier gibt es wieder Monsterinformationen. Ihr solltet euch vorbereiten mit Tränken, mit Rollen und genügend Gold zum Aufwerten. Wie gesagt, das ist eine zeitbasierte Mission, in der verschiedene Wellen kommen. Deswegen empfehle ich euch, normalerweise ist es immer zu entscheiden, bei so zeitbasierten Missionen, ob ihr schnell agieren wollt oder ob die Runden langsam gehen sollen. In dem Fall ist es besser, wenn ihr die Runden relativ zügig erledigt. Denn aus den Beschwörungstoren kommen zwar Monster raus, aber ihr müsst schnell genug sein, um die Wellen quasi zu erwarten. Wir werten wieder fleißig auf, damit wir etwas schneller sind. Ihr seht, ich teile auch meine Gruppe schon in den Norden. Geht der Main und die Hexe, da tauchen auch gleich die ersten Gruppen auf. Es ist zeitbasiert, zuerst werden hier links Gruppen auftauchen. Es ist immer basierend auf der Restzeit. Hier oben sind auch Netzfallen, ja. Ich wollte eigentlich zumindest mit der Hexe weit genug weg sein. Naja. Ausgelaufen, machen wir natürlich 9 rein. Dass mich das lässt. Das Gute ist, hier werden die Gegner etwas aufgehalten von den Holzpalisaden, mit denen sie sich beschäftigen, bevor sie unser Lager angreifen. Hier ist jetzt auch wieder eine Netzfalle. Die löse ich auch bewusst aus. Deswegen habe ich ja hier südlich die Attila genommen. Ja, die sind jetzt zwar frei, aber noch nicht zugfähig. Weil die ist eben gleich wieder frei. Weil sie mit den Unaufhaltbar... weil sie den Unaufhaltbar-Skill hat, der eben... wirkt, dass sie nicht eingefroren werden kann oder auch nicht eben länger in der Falle hier steht. Wie gesagt, links oben kommt hier gleich die nächste Welle. Vielleicht sind wir sogar schnell genug, dass wir da was mit dem Tor machen können. Normalerweise macht man es nicht. Versuch's jetzt einfach mal, sag ich mal. Wie gesagt, normalerweise haltet ihr nur die Wellen auf, die kommen ungefähr bei 25 Minuten Zeit übrig. Das heißt, wir haben noch gute 2 Minuten. Ach ja, außerdem hier das Zelt, wenn wir hier noch eine Falle finden, ist schon mal ganz gut, dann passiert uns das nicht während wir eine Welle kriegen. Hier das Zelt gibt uns einen Bonus. Schauen wir mal. Ja, da haben wir mindestens 2 Schuss drauf. Ich fürchte eher 3 mit der Hexe. Mit dem probiere ich jetzt einfach mal das Beschwörungstor. Hm.
Und auch hier versuche ich jetzt einfach mal südlich hinzuziehen. Hier haben wir ja jetzt recht viel Zeit. Weil hier unten südlich kommt die Bosswelle. Ja, haben natürlich wieder eine Falle gefunden. Ja, das Zelt gibt uns eine versteckte Schatztruhe. Wir kriegen immerhin 5-mal Wasser des Lebens. Sogar handelbar. Ja, 25,50 sogar. Kommt die Welle. Vier Söldner, naja. Kein Problem. Oder vier Monster, sag ich mal so. Normalerweise, da ihr die Mission ab 115 erledigen könnt hier, seid ihr natürlich nicht stark genug, um das so zu machen wie ich jetzt hier. Aber wir versuchen es einfach mal. Das solltet ihr auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Wie jetzt hier 25 Minuten 40 hier links oben auf der Karte, die Welle. Es gibt eine Welle hier links, eine Welle hier rechts, die erwarte ich ungefähr 19:40, vielleicht etwas früher, bin ich nicht mehr ganz so sicher. Ja, haben wir die nächste Falle gefunden. Ja, erledigen wir erst das Beschwörungstor. Hier könnte man jetzt in Stun kommen. Ah, aber die Attila kann, glaube ich. Jawohl. Zündet man natürlich eine Aufweckungsrolle rechtzeitig. Na, ah, das ist anscheinend ein Anzeigefehler, der ist schon tot. Hier sind nochmal Gegner rausgespawnt, das ist das Schöne mit der Hexe. Die machen uns gar nichts aus. Auch hier natürlich. Normalerweise, wie gesagt, Zeit nur zu den in den richtigen Platz am der richtigen Zeit. Hier jetzt noch ein Gegner angezeigt, ist natürlich wunderbar. Es müsste nur der sein noch. Natürlich werden es immer noch mal kurzzeitig mehr, solange hier noch noch Beschwörungsportale stehen. Aber jetzt steht nur noch das ganz südliche. Und das haben wir, denke ich, auch recht schnell mit der Attila erledigt. Die macht natürlich mit als Axt mehr Gebäudeschaden als andere. Ja, da habe ich nochmal beim Rückwärtsgehen eine Netzfalle gefunden. Schauen, mit der Attila ist mir das jetzt nicht passiert. Hier ungefähr sollte die Bosswelle kommen. Ja, jetzt sind wir eigentlich bereit. Wir haben jetzt die Runden schnell genug gezogen, dass wir mehr als genug Zeit haben. Wie gesagt, 19 Minuten 40 ungefähr sollte die nächste Welle erscheinen. Das heißt, wir haben noch gut 2 Minuten Zeit. Dann kann ich euch mal erzählen, was hier noch so bei der Mission los ist. Es gibt immerhin 9-mal Trojas Siegerschatz, das sind die guten Kisten, mit den Goldmünzen auch drin. Außerdem braucht ihr diese Mission hier, ich habe gesagt, nicht für die Aufwertungsquest für die 130er, aber es gibt von Offizier Odysseus die Troja-Nebenmissionen. Da
da gibt es eine wiederholbare Quest, Quest 2. Da könnt ihr den fliehenden, den Zorn der Göttin machen hier. Außerdem gibt es wiederholbare Quests von Homer, die trojanischen Kriegsaufzeichnungen, die 12. Quest. Und außerdem von Homer Aufzeichnungen organisieren. Die 3. Quest beinhaltet auch diese Mission. Ah, Glück gehabt. Die haben sie etwas früher. Die Spawns jetzt schon 20 Minuten 40. Wir gehen wieder hin. Ihr seht hier oben die nächste Welle. Und ihr fragt euch, wo ist die Welle hin? Ist natürlich recht einfach mit der Hexe. Meteorschlag macht schon sehr, sehr viel Schaden. Jetzt ziehen wir mit unserem restlichen Team hier schön gemütlich runter. Wenn die Tore hier noch stehen, müsst ihr eventuell einen da lassen. Haben wir noch eine Netzfalle gefunden? Wie gesagt, normalerweise würdet ihr jetzt, wenn ihr wisst, dass ihr rechtzeitig unten ankommt, wie gesagt, 20 Minuten 40 war der nordöstliche Spawn. Jetzt kommt da noch der letzte Angriff. Wird nicht angezeigt, von wo der kommt. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video hier sehr gut weiterhilft, um zu sehen, erst links oben, dann rechts oben, hier in der Mitte, wie gesagt, ist auch das eine Zelt, das euch immerhin 5 Wasser des Lebens gibt. Das ist natürlich nicht so toll, aber immerhin. Besser haben oder nicht haben. Ziehen wir eben gerade noch unsere Söldner so und unseren Main so in Position. Ihr könnt auch hier, das hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen, jetzt ist ja hier wirklich nichts los. Ihr könnt einfach auf der Karte rechts klicken und dann laufen die automatisch dahin. Beziehungsweise fragen euch immer, ob sie weiterlaufen sollen. Jetzt sind wir allerdings schon gleich da. Ja, jetzt haben wir keine Gegner mehr hier. Wir müssen einfach warten, bis der Boss da ist. Ich denke, ich habe auch sehr, sehr viele Netzfallen dadurch gezeigt. Wie gesagt, wenn ihr etwas schwächer seid, empfangt sie hier an den Holzpalisaden. Die halten sie auch noch zusätzlich auf. Das hilft. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Mission eigentlich. Ihr könnt 2 zusätzliche Quests annehmen, wie gesagt, die euch noch mal ein bisschen Erfahrung und Gold bringen. Und immerhin erhaltet ihr schon Goldmünzen aus den Kisten. Und die Mission hier ist wesentlich einfacher zu erledigen als zum Beispiel Trojas letzte Schlacht. Ja, jetzt könnte langsam der Gegner kommen. Letzter Angriff ist wie gesagt die Bosswelle. Boss ist hier Pandarus. An dieser Stelle kann ich vielleicht schon mal euch daran erinnern, dass es hier auch eine Karte dazu gibt. Könnt ihr auch immer vorher nachschauen, wenn jetzt hier der Boss doch kommt. Zorn der Göttin.
Seht ihr auch immer die Karte und alle Monsterinformationen, soweit ihr sie habt. Und ihr seht, hier sind auch ganz schön viele Monster mit dabei beim Boss. Könnt ihr natürlich sehr gut mit der Hexe erledigen und selbst der riesige Chaos-Dämon. Nicht Pandarus natürlich, das war andere Mission. Hier der riesige Chaos-Dämon, natürlich der Endgegner. Und wir haben die Mission, so zügig es geht, eben abgeschlossen. Ich zeige nochmal das Jackpot-Inventar. Große Kisten haben wir jetzt da gar nicht bekommen. Ich mache natürlich auch nochmal die Kisten für euch auf. Hoffen natürlich auf ein paar Goldmünzen vielleicht. Ja, diesmal nur 10 Stück, aber immerhin, die Hydra-Giftdrüsen sind auch viel wert. Und 3 Schildangriffbücher, das ist auch außergewöhnlich viel. Ja, ich sag dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch dann hoffentlich beim nächsten Video. Ciao!